Rivaldynastie. Ich brauch Waffen. Aber so was von, Junge, meine Freunde. Ah, so läuft das Spiel hier. Ich akzeptiere deinen Stock, Magneto. Schaue. Ich sehe den Wasserdampf, toll. Wie soll ich denen helfen? Die haben eine Meise. Menschen sind der letzte Scheiß. Warte, was wollte ich denn... Erzählt er mir jetzt mal was? Alvin. Na, da mir. Aber so kurz gucken. Journal. Alvins Geschichte, oh weia. Da gibt's ein Fladenbrot, toll, was... Ist das deren Ernst? Ich soll jetzt wirklich einen Stock liefern nach Dalebor. Hat der eine Meise? Ja. Na gut. Dann machen wir das. Naja. Okay. Wo ist denn da... Nach wem sollen wir den Stock bringen? Was hat er gesagt? Nach Dalebor. Der ist aber hier im Dorf, oder? Halt, nee, warte mal. Journal. Liefern bis Dalebor. Dalebor war doch das Kind. Hier in der Bude. Wo ist er? Wo ist Dalebor? Ich hab dich doch schon mal gesehen. Guck mal auf der Karte. Ja, da ist das Fragezeichen. Borovo. Da oben gibt's... Die anderen Dörfer müssen wir irgendwann auch nochmal vereinnahmen. Irgendwann. Na. Jetzt habe ich gerade die Stöcke aus dem Inventar geworfen. Dann hole ich einen Stock. Ich wollte mal einen Stein werfen. Mal gucken, ob man eine Kuh hier... Das geht wirklich. Entschuldigung. Ach krass. Wo ist mein Stein? Kann ich ihn wieder aufheben? Jetzt hat der Kuh voll einen aufs Maul gegeben. Jetzt rasten die hier aus. Ey. Sorry, ne? Ey, deine Kühe laufen weg. Hallo. Wo rennen die denn hin? Ja, ins nächste Dorf. Hier ist scheiße. Hier kriegt man Steine an den Kopf. Ja, hier könnt ihr euch nicht verstecken. Aber warte mal. Warte. Wo sind meine Steine? Wo sind die? Jetzt nimmt er die Steine nicht mehr in die Hand. Ey, die Kühe. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie... Den Wald vernichten. Ne, Kühe sind ja auch Wandertiere. Tut mir leid. Warte mal, haben wir... Ja, und ich habe gesagt, man kann nicht jagen im Winter. Gucken, wie viele Steine frisst denn so eine Kuh? Muss ich jetzt jeden Stein hier einzeln... Ich habe keine... Hä? Ich hatte doch mehr Steine. Hatte ich nur zwei Steine? Ich habe doch vier... Hä? Das ist irgendwie buggy. Egal, wir sollten einen Stock holen. Aber ich hab so viele Steine gemacht. Hat er die jetzt alle auf einmal geworfen? Gut, auf jeden Fall rasten die Kühe jetzt mal aus. Auch okay. Nicht mein Problem. Hier, Birkenzweig. Das ist ein Stock. Stock. So, Dalebor. Ja. Und denen ist das alles so egal. Aber die Kühe, guck mal. Zwei bluten ganz stark am Kopf. Wir haben wieder Wölfe im Dorf. Kannst du mir einen Stock holen? Meine Sense. Ah, ich habe keine Steine, ne? So, Dalebor. Das war irgendwie so ein Kinderding, ne? Warte mal, wo ist denn Dalebor? Lech. Wer nennt sein Kind Lech? Immer schön lächeln. Dalebor, da der Typ. Jetzt spring über den Scheißzaun. Stell ihn so an. Tür auf. So, Junge. Hey. Ich hab einen Stock für dich in der Hose. Weiß nicht. Klingt fall, hör weg. Aber hier, weiß nicht. Du bist Dalebor, ne? Hier, Stock. Hä? Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Ja. Nein, aber ich weiß eine Menge über sie. Über sie, Ritter. Also, ich rede mit dem Jungen jetzt in Sie-Form. Ich kann Ihnen viel erzählen, werter Herr. Wohlan. Hast du gehört, dass sie alle schon in deinem Alter anfangen zu lernen? Wie man ein Holzschwert kämpft mit
Also auf mit Pferd. Kennst die Geschichte? Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, nicht Ritter? Schlaumeier, ich... Zufällig habe ich eins bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Weil die Sonne dann aufs Maul geht, du Arschlochkind. So, ja. Ich fühle mich geehrt. Es mag unscheinbar aussehen, aber es ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Na, gib ihr einen Stock. Das ist ein ganz normaler Stock. Um deinen Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das, aber vor allem schützen sie Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Schaden zugefügt wird. Wirklich? Das klingt nach einer Menge Arbeit. Bis im Mittelalter. Gewöhn dich dran. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Also gut, danke für das Schwert nicht, Ritter. Jetzt werde ich die Damen und Kinder verteidigen und arbeiten sollst du gehen. Gern geschehen, junger Herr. Gern geschehen. Ich freue mich. Ja, ich liebe Kinder. Heute wieder. Kurz bevor ich gestreamt habe, haben sie noch ein wenig gepoltert. Weißt du, das ist so ein typisches Kind. Nicht tu so schlau. Aber oh, ein Stock. Ah ja, funktioniert. Hat mal einer gesagt, das ist ein Schwert. Jetzt geht er hin. Hier der eine, du bist das ja nicht, Ritter. Ich bin so schlau. Aber das ist ein Schwert. Alle nur, ja. Kinder. So, wir verhungern gerade. Toll. So, hier. Mal was essen. 50 Stück Fleisch in den Kopf schieben. Haben wir nichts anderes zu tun. Wir haben kein Wasser dabei. Toll. Dann rennen wir mal schnell an den Bach. Wo ist die Tür? Da. Mittelalter, ne? Keine Steine mehr. Da haben sie mich verarscht. Ich habe irgendwie 8 Steine. Ich habe doch Steine gebastelt. Nach 2-mal Kuh bewerfen, Kuh schubsen, sind die alle weg. Irgendwie stimmt da hier im Lande nix. So, hier. Schon wieder Schilf. Ich will kein Schilf. Ich will Wasser. Ich verdurste. Ja. Schön kaltes Wasser in die Zähne. Geil. Okay, und jetzt? Wir haben alles verkauft. Wir haben richtig geil Kohle, können damit aber nichts anfangen. Ich würde mir gerne Pfeile kaufen. Und dann joggen wir nach Hause, pennen eine Runde und schaufeln dann. Wir müssen leveln. Wir müssen den ganzen Bäume hacken und leveln. So bei mir. Matilda? Jetzt 4 Leute, die einen Sack haben. Hatten wir nicht mal Gleichberechtigung. Zeig mal deine Ware, Sorobo. Ach so, hier fährt der Hammer gekauft. Tierfutter brauchen wir. Nein, geh weg. Aber Adelina hatte Essen, sie hatte Essen und nee, die haben alle nicht. Die haben keine Pfeile. Oder Federn. Es geht mal Federn, macht mal was. Ach, geht mal sammeln, macht mal, helft mir auch mal. Kein Wunder, dass die mich nicht mögen. Egal, zurück. Schlafen. Essen. Haben wir schon. Alles gut. Und dann werden wir. Ja, wir werden so schnell wie möglich die Taverne bauen, damit die Musik, die jetzt gerade so gar lustig funkelt, im Hintergrund läuft. Jeden Tag, einen Tag aus, können wir dann trällern. Zusammen. Ein Festival der Liebe zelebrieren. Und dann machen wir unser kleines eigenes Volksfest und eine Orgie. Weil wir müssen ja die Dynastie hier gründen. Ne? Und dann von wem die Kinder sind, ist ja egal. Hauptsache Dynastie hier. Was sind die Spiele heutzutage? Ist alles egal, ist alles gleich gebügelt. So, hier Bett, schlafen, jetzt, sofort. Doppelbett. In 3, 2, die Sekunden sind sehr lang hier. 1. Jetzt aber. Nein. Nö, die 0 warten wir auch noch ab. Jetzt. Wunderbar, nächster Tag, weiter geht's. Wir sind hier und haben was vorgehabt? Schaufeln. Jetzt wird geschaufelt. Vielleicht die Schaufel hingepackt in die Schirmtruhe. Glaube ich, dachte ich. War nicht so. Wo ist sie denn? Ich bin nicht verwirrt. Ich wohne hier nur. Moment mal. Hallo, hier, da. Hier hätten wir auch Stöcke für den werten Rittersmann gehabt.
So, einfache Fackel, Steinmesser. Nein, Moment. Ach, hier habe ich die Gesteinsbrocken in die Truhe gelegt. Mal noch ein paar Kühe jagen. Bock hätte ich ja. Mal gucken, wann die kaputt gehen. Egal, nein, okay. Wo ist meine Schaufel? Nicht hier, Steinmesser. Die Schaufel etwa hier? Nein. Ja, so viel zur Ordnung in diesem Spiel. Es ist so unordentlich hier. Bogen, Hölzerne Schaufel, wunderbar. Wollte ich haben. Genau. Und los geht's. Legst du mir die natürlich nicht automatisch auf den Slot, wo ich sie gelegt hatte. Schaufel. Und jetzt holen wir Ton, weil Ton macht die, ne? Weißt du, den Spruch kennst du, Musik. Und ein Vogel wieder platt. Geil. Und eine neue Vogelfalle bauen direkt. Und neuen Hasen. Es läuft ja. Wir werden nie verhungern. Natur liefert. Voll gut. Ich bin der Natur dankbar. So, jetzt brauchen wir für eine Vogelfalle. Ja, wir brauchen ganz viele Vogelfallen. Für Federn, für Pfeile, für Bogen, für Jagen. Hallo, verstehst du mich? Hört mir nochmal zu. Stock und Stein müssen sein. Stock und zwei, also beides zwei. Machen wir eben schnell. Moment, pack die Schaufel weg. Die hatten wir hier, ganz sicher. Da. Zwei Stock, zwei Stein. Muss sein. Die? So, akzeptieren. Stein. Nimm den Stein. Nimm ihn. Nimm den Stein. Und leg ihn da dort hinüber auf dem leichten Hügel. Nein, Hügel ist das ja nicht. Auf den Wall. Nein, auf den. Ist das ein Wall? Das ist ein Wall, ne? Ja. Auf die Düne. Sie wandert aber nicht. Sie war gar kläglich. Festgezurrt. Durch harte Erde. Moment, was wollte ich jetzt? So, Falle. Ich wollte mal fallen. Mal ab in die Falle. So, hier. Ne? Sagt man ja, da kommt es ja her. Verstehst du den Spruch? Soll ich erklären? Dann nehmen wir mal den Stumpf hier raus. Das ist ja stumpf. Mappelstumpf. Steht da auf Deutsch. Und zack, weg. Haben wir was gekriegt? Ein Rundholz. Ja, geil. Krasser Scheiß, Alter. Nee, jetzt haben wir Ton. Geht ja ab hier, Mittelalter. Ne? Alter, daher kommt das her. Haben die Leute damals eigentlich gewusst, dass sie im Mittelalter leben? Ne, wir haben jetzt die Zeitrechnung Mittelalter. Wir leben im Mittelalter. Verstehst du? Haben die doch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, oder? Und in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Ja, der Vollidioten wahrscheinlich, aber Ton vorkommen. Kann ja vorkommen. Eins, zwei. Es raschelt. Ja, was kriegen wir jetzt? Drei Ton. Toll. Es reicht ja nicht mal für eine Wand. Irgendwie die Tonwände, die haben ja viel mehr gebraucht. Warum? Was mache ich denn jetzt mit Ton? Töpfern könnte ich damit. Teuer verkaufen an die Ureinwohner hinten im Dorf, an die Spinner. Wächst das denn hier auch nach? Na, wahrscheinlich nicht. War ja schon viel, aber gleich ist meine Schaufel schon kaputt. Ne, zweimal geschaufelt ist sie kaputt. Mittelalter, echt, so ein Schwachsinn. Das war jetzt Leben. Können wir uns drüber aufregen. Wäre damals nicht besser gewesen, wäre ich im Mittelalter genauso wie jetzt. Genauso. Ja, nimm den Scheiß doch da raus. Ein Rundholz. Ja, wir haben mal hier aufgeräumt. Wunderbar. Schön. So, zurück. Und dann müssen wir hier noch ein paar Stümpfe rausnehmen. Und Rundhölzer sammeln. Traum. Aber ich hoffe, wir leveln gut. Sprich mit Alvin schon wieder. Immer noch. Nee, kein Bock auf den. Ich muss die Quest noch abschließen, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich muss die Quest gleich noch abschließen. Oh ja, so ein Bock drauf auf Alvin. Alvin, ey. Mach erstmal hier schön noch ein paar Runden. Ja, hör auf da zu schaufeln. Vor allem mit der Schaufel, die er hier hat. Man sieht sie jetzt nicht. Damit einen Stumpf rausholen. Viel Spaß. Nee, hat ja keine Wurzel. Obwohl ja gut, Flachwurzler hier Kiefer geht. Aber mal so ein Ahorn, ne? Viel Spaß. Oder eine Eibe. Nee, die holen wir dann raus mit einer. Ich habe eine Holzschaufel gemacht. Ja, viel Glück. Komm damit mal auf die Baustelle. Die schicken dich doch nach Hause, weil die denken, du bist betrunken. Gut, da denken die, weil sie es selber sind, aber ist ja egal. Ich habe keine Vorurteile. Oh,
stellen. So, jetzt haben wir gleich wieder die Taschen wieder voll. Ich sehe das doch jetzt schon.